Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt Neuigkeiten von der deutschen Ladeinfrastruktur. Ja, mein liebstes Kind, ihr wisst das vielleicht, ich habe immer wieder mal Ärger mit Ladesäulen und ich beschwere mich immer, dass manches vielleicht nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Und jetzt gibt es ein paar Neuigkeiten, nämlich die NAU GmbH, das ist ja die nationale Leitstelle für die Ladeinfrastruktur. Die hat eine Meldung rausgehauen, über die das Branchenportal Electrifnet heute berichtet hat. Und darüber möchte ich mit euch mal kurz sprechen und euch die Neuigkeit verkünden. Deswegen bleibt dran. Ja, die Ladeinfrastruktur in Deutschland, da wissen wir ja ein Lied davon zu singen. Zumindest viele Leute von euch, viele meiner Videozuschauer haben schon auch wie ich die Erfahrung gemacht, dass alles, was nicht von Tesla betrieben wird, nicht unbedingt immer hundertprozentig zuverlässig arbeitet. Ich sage nur mein letztes Corsa-Video, vielleicht habt ihr es gesehen. Das soll ja angeblich jetzt bald der Vergangenheit angehören, denn man höre und staune, die Bundesrepublik Deutschland lässt 1000 DC-Ladeparks errichten. Die Bundesrepublik, also jetzt nicht Ionity, Fastnet, Allego oder NBW, nein, der Bund möchte es machen. Und zwar ist das zu entnehmen aus einer Meldung, die jetzt gerade erst erschienen ist auf dem Branchendienst für Elektromobilität electrif.net. Die beziehen sich auf eine Pressemeldung, die schon im Jahr 2019 bei der NAU GmbH erschienen ist. Die NAU GmbH ist nämlich jetzt die nationale Leitstelle für die Ladeinfrastruktur. Und da steht, dass am 19. Dezember 2019 unser Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die NAU GmbH mit der Einrichtung und dem Betrieb einer neuen nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur beauftragt hat. So, und was soll die jetzt tun, diese Leitstelle? Das sagt dann zumindest der Artikel von Electrifnet, und zwar die neue nationale Leitstelle schreibt nämlich jetzt die Errichtung und den Betrieb des größten deutschen Schnellladenetzwerks aus. Frei nach dem Motto, der Markt hat versagt, jetzt richtet's der Staat. Wenn Volkswagen jetzt bald im Herbst oder so mit der massenhaften Auslieferung vom ID.3 beginnt, dann soll ja eine neue Ära in der Elektromobilität starten. Das heißt, der Massenmarkt beginnt jetzt endlich. Und das bedeutet einfach ganz automatisch, dass die Schnellladestationen, die jetzt in Deutschland in Betrieb sind, für die massenhaften Elektroautos überhaupt nicht ausreichen. Und das wissen wir Elektroautofahrer natürlich schon länger, aber beim Bund offensichtlich ist das nicht angekommen und die haben bis jetzt einfach dem Markt vertraut. Aber es ist ganz klar, dass die öffentliche DC-Ladeinfrastruktur den Anstieg nicht bewältigen kann. Und das bedeutet, es wird dann irgendwann Warteschlangen geben. Und das ist im Prinzip der Tod der Elektromobilität. Das ist denen mittlerweile offensichtlich auch klar geworden. Und dazu kommen natürlich die bekannten Defizite, dass irgendwie Insellösungen unzuverlässig sind und uneinheitliche Informationen über die Benutzung kursieren. Man weiß nicht genau, wie jede Ladesäule funktioniert, weil alle anders funktionieren. Die Nutzerschnittstellen sind komplett anders. Das Bezahlsystem ist meistens komplett anders. Und ja, damit kann man einfach nicht arbeiten. Und die Lösung des Problems ist jetzt die nationale Leitstelle für Ladeinfrastruktur, bereitet gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium, da wird mir allerdings schon wieder Angst und Bange, die Ausschreibung eines gigantischen Schnellladenetzwerks vor. Spätestens im vierten Quartal geht das Verfahren los. Und zwar sollen 1000 Standorte mit bis zu zweistelligen und in Einzelfällen sogar dreistelligen Anzahlen von Ladepunkten errichtet werden. Also dreistellig bedeutet über 100 an einem Standort. Ja, Johannes Pallasch ist der Leiter der NAU GmbH, der nationalen Leitstelle. Und der sagt halt im Gespräch mit Electrifnet hier in dem Artikel, dass statt direkte Unternehmen zu fördern und die Fördermittel zu verteilen, schreibt der Staat jetzt 1000 Standorte aus. Also anders gesagt, diese nationale Leitstelle lässt jetzt bauen. Er nennt das sogar aktuelles Marktversagen, was sie überwinden müssen. Das ist ja schon mal eine interessante Erkenntnis. Und er meint damit nicht nur die Anzahl der Schnellladesäulen, sondern auch die Funktion. Und jetzt sagt er explizit, dass Tesla das Vorbild ist. Und am liebsten will man da noch eins draufsetzen. Der Service muss besser werden. Wie sieht es zum Beispiel mit einer Überdachung und sauberen Toiletten aus, fragt er. Und selbst Laderobotik ist irgendwie vorstellbar. Was immer das in Zukunft bedeutet.
So, und die bisherige Förderpraxis ist nicht effizient genug. Das hat man immerhin erkannt. Kann ich zumindest auch so bestätigen, ist auch meine Meinung. Und wie das jetzt letztendlich laufen soll, das skizzieren Sie in einem kurzen Papier. Und da will ich mal kurz draus vorlesen. Die Unternehmen bleiben also die Betreiber. Sie schließen einen Vertrag mit dem Bund, in dem klare Qualitätsstandards und Fristen definiert sind. Die Mindestleistung eines DC-Ladepunktes beträgt 150 kW. Die Standorte müssen ausbaufähig sein. Der Bund schließt die mittel- oder langfristige Wirtschaftlichkeitslücke der Betreiber. Das ist auch interessant. Das bedeutet ja, diese Argumentation, die Ionity mal gesagt hat, ja, selbst mit 79 Cent die Kilowattstunde decken wir nicht mal unsere Kosten, das wird später egal, denn der Bund schließt diese Lücke aus tatsächlichen Kosten, die entstehen, und Einnahmen, die generiert werden. Das heißt, es wird kein Gewinnzwang mehr entstehen, weil der Bund einfach das Ganze subventioniert, um es mal so platt auszudrücken. So, die Teilnehmer des Losverfahrens sind ChargePoint Operator, die allen E-Mobility-Providern und Ad-Hoc-Ladern einen diskriminierungsfreien Zugang zu gleichen Konditionen ermöglichen müssen. Das B2B-Zugangsentgelt darf nicht in missbräuchlicher Weise nach oben abweichen. Bedeutet also, alle zahlen, also Roaming-Partner zum Beispiel, alle zahlen den gleichen Einstiegspreis, sodass es kein Preiswirrwarr, sondern für alle eigentlich gleiche Preise geben müsste. Der Bund wird eigene Flächen zur Verfügung stellen, sowie Länder und Kommunen dazu aufrufen, das ebenfalls zu tun. Zusätzlich sollen auch private Grundstücke genutzt werden, wenn sie verkehrlich geeignet und langfristig gesichert sind. Das Gesamtziel bleibt eine bessere Nutzerfreundlichkeit. Kein Elektroautofahrer soll sich über mangelnde Verfügbarkeit, zu hohe Preise, mühevolle Stromfreischaltung oder Defekte ärgern. Ja, also das klingt erstmal ziemlich cool, und es gibt sogar ein Tool, was sie entwickelt haben, nämlich das nennt sich das Standort-Tool. Damit wollen sie die optimale Verteilung der DC-Parks an Fernstrecken und auch in urbanen Ballungsräumen gewährleisten. Ja, interessant. Der Zeitplan sieht folgendermaßen aus. Jetzt im dritten Quartal werden europaweite Ausschreibungen vorbereitet. Und im vierten Quartal soll es eigentlich losgehen mit der Ausschreibung. Jetzt heißt es natürlich europaweite Ausschreibung. Und da wissen wir, das dauert mindestens ein halbes Jahr bis 8 Monate, also Minimum. Vielleicht dauert es auch ein ganzes Jahr, bis die Ausschreibungen dann vergeben sind. Das heißt, wir reden dann auch von Mitte, Ende 2021, wo vielleicht die ersten Parks anfangen zu entstehen. Wir wissen es nicht. Ja, das klingt erstmal ziemlich cool, es klingt aber auch ziemlich schlecht, weil wir reden hier natürlich nur von Deutschland. Das heißt, der Bund in Deutschland baut jetzt hier eine Ladeinfrastruktur auf, die unter Umständen so gut ist wie die von Tesla, die es schon seit mindestens 6 Jahren gibt. Aber was ist mit dem Rest von Europa? Was ist, wenn ich zum Beispiel ins Ausland fahren möchte? Was ist, wenn ich eine Europareise machen möchte, in den Urlaub fahren möchte, nach Südeuropa? Da sieht es dann halt wieder schlecht aus. Das heißt, sobald ich die deutschen Grenzen verlasse, bin ich wieder auf private Ladeinfrastrukturbetreiber angewiesen. Und damit ist das Dilemma natürlich nur lokal oder national gelöst. Es ist sicherlich eine Senkung der Hemmschwelle und eine Minimierung der Ärgernisse für zukünftige Elektroautokäufer. Auch eine fällige Aktion, wie ich finde. Allerdings hätte ich mir jetzt gewünscht, es gäbe eine europäische Lösung, wo zumindest in ganz Europa die gleichen Standards gelten, zumindest in der EU die gleichen Standards gelten. Also Standards meine ich jetzt nicht den Ladestecker, das gibt es ja schon, aber der Standard, dass es 100%ig verfügbare Ladesäulen in genügend großer Anzahl überall an den Fernstraßen und in den Ballungsräumen geben muss, dass das vorgeschrieben wird und dass die Betreiber nicht dem Markt unterworfen werden. Nun ja, warten wir es ab. Vielleicht ist ja das ein Anfang. Ein gut Ding will Weile haben. Ich fand die Meldung zumindest unheimlich interessant. Das war im Prinzip das, was ich immer schon im Kopf hatte, was eigentlich passieren muss. Nämlich, dass die Marktakteure, dass denen das wieder aus der Hand genommen wird. Und ich hoffe, das wird auch konsequent so durchgezogen. Ich würde mir fast wünschen, wenn Tesla den Auftrag bekommen würde, diese deutsche Ladeinfrastruktur zu entwickeln, weil die haben es schon mal bewiesen, dass sie es können.
Ich fand die Meldung zumindest so interessant, dass ich jetzt spontan dieses Video aufgenommen habe und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen was gebracht. Und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von dieser ganzen Aktion? Glaubt ihr daran, dass es wirklich funktioniert und dass es auch wirklich so kommt, wie versprochen? Das würde mich mal interessieren und wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, Daumen nach oben geben und meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.